Die Universitätsstadt Tübingen reagiert auf die zurückgehende Nachfrage nach Corona-Schnelltests und passt dementsprechend ihr Testangebot in der Innenstadt an. Die Stationen beim Bürger- und Verkehrsverein und auf dem Kelternplatz haben bereits ihren Betrieb eingestellt. Nun folgen die Teststationen am Europaplatz und vor dem Modehaus Zinser. Diese waren bisher an hochfrequentierten Tagen zusätzlich geöffnet. Weiterhin geöffnet bleiben die Stationen auf dem Marktplatz, am Haagtor, in der Friedrichstraße vor der Stadtbücherei, vor der Trabschen Apotheke, im E-Center in der Eugenstraße sowie im Lustnauer Zentrum.